Danke euch fürs Kommen und danke für euer Interesse am Thema. Bedauerlicherweise steht meine Präsentation ja in direkter Konkurrenz mit Bernd Ladwig, was ich persönlich sehr bedauere, ich hätte ihn gern gehört. Zur Frage, was klinische Psychologie ist, in einem Wort, das ist ein akademischer Begriff für Psychotherapie, nichts anderes. Ich werde im Verlauf der kommenden Dreiviertelstunde einen Überblick geben über die Geschichte des Zoos, von seinen Anfängen zu Beginn des 19. Jahrhunderts bis zu seiner Gegenwart. Insbesondere wird es gehen um die vier argumentativen Säulen, mit denen Zoos ihre Existenz rechtfertigen, nämlich die Behauptung, sie leisteten einen wesentlichen Beitrag zum Artenschutz, zur wissenschaftlichen Forschung sowie zur Bildung und Erholung naturentfremdeter Großstädter. Selbstredend wird es auch um die Tiere selbst gehen, die in den Zoos gefangen gehalten und zur Schau gestellt werden, immer auch mit einem Seitenblick auf die Situation im Wiener Tiergarten Schönbrunn. Die erste größere Tiersammlung der abendländischen Welt mit einer Vielzahl an Elefanten, Giraffen, Löwen und anderen Exoten war bereits 1220 am sizilianischen Hof Friedrich II. Entstanden, gefolgt 1235 von einer königlichen Menagerie im Tower of London. Ab Mitte des 16. und bis herauf ins späte 17. Jahrhundert legten sich vor allem italienische Fürsten und Fürstbischöfe ihre je eigenen Menagerien zu. Die älteste heute noch bestehende Tiersammlung wurde 1752 unter Kaiser Franz I. in Schönbrunn bei Wien begründet, zurückgehend auf eine schon Mitte des 16. Jahrhunderts unter Maximilian II. Angelegte Jagdmenagerie. Der Tiergarten Schönbrunn, er besteht bis heute, blieb bis zum Ende der Habsburger 1918 in deren Privatbesitz. Zur bedeutendsten Tiersammlung ihrer Zeit stieg die ab 1662 auf Anordnung Ludwig XIV. Im Schlossgarten von Versailles eingerichtete Tiersammlung auf. Vergleichbare Barockanlagen gab es auch an anderen europäischen Höfen ab 1680 etwa, die bekanntesten seiner Zeit in Potsdam, bei Berlin und in Prag. Im ausgehenden 18. Jahrhundert verloren die europäischen Aristokraten ihr Interesse an den meist sehr kostspieligen Tiersammlungen, die meisten davon wurden aufgelöst. Im Zuge der Französischen Revolution wurde auch die berühmte Menagerie von Versailles geschlossen. Ein paar übrig gebliebene Tiere überführte man letztlich eine neu geschaffene Volksmenagerie im Jardin des Plantes von Paris. Die 1793 eröffnete Pariser Menagerie gilt insofern als erster nicht-höfischer Zoo der Geschichte. Sie existiert als zoologischer Garten bis heute. Ab den 1820er Jahren formierte sich in England eine ganze Reihe bürgerlicher Zoogesellschaften mit dem Ziel, eigene zoologische Einrichtungen zu etablieren. Der erste dieser Zoos wurde 1828 in London begründet, gefolgt von einer Reihe weiterer Zoos in englischen Großstädten, 1844 als erster bürgerlicher Tiergarten Deutschlands der Zoo in Berlin. Auf dieser Zeichnung, auf diesem Bild sieht man schön in der Mitte den Schah von Persien bei Staatsbesuch. Der brachte seinerzeit bei diesem Staatsbesuch eine Vielzahl weiterer exotischer Tiere mit, die er dem Tiergarten Berlin schenkte, als Staatsgeschenk. Bis zur Jahrhundertwende wurden in ganz Europa, vornehmlich in Ländern, die als Kolonialmächte unbegrenzten Zugriff auf Nachschub an Wildtieren hatten, das heißt in Russland, Frankreich, Dänemark, Portugal, Spanien, den Niederlanden, 1871 auch im Deutschen Kaiserreich, 30 weitere Großzoos gegründet, die alle heute noch bestehen. Außerhalb Europas gab es nur sehr vereinzelt Zoogründungen. Die meisten davon entstanden in den Kolonialländern selbst, aus denen die Wildtiere für die europäischen Zoos bezogen wurden und dienten insofern als Sammel- und Umschlagplätze, beispielsweise in Melbourne, Jakarta, Hongkong oder Pretoria. Nach der Jahrhundertwende setzten sich die Zoogründungen ungebremst fort. Die Einrichtung Zoo blieb dabei im Wesentlichen ein europäisches Phänomen, das bis in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg hinein eng mit dem Kolonialimperialismus verknüpft war.
ohne kolonialistischen Zugriff auf nachgerade unbegrenzten Nachschub an Wildtieren wären die europäischen Zoogründungen des 19. und frühen 20. Jahrhunderts nicht denkbar gewesen. Sie waren insofern immer Ausdruck kolonialer Herrschaftsallüre. War die Menagerie im Pariser Jardin des Plantes, die ehemalige höfische Menagerie von Versailles, in den ersten Jahren ihres Bestehens noch erkennbar dem revolutionären Selbstverständnis verpflichtet gewesen, zur Bildung und Aufklärung des Volkes beizutragen, spielte dieser Anspruch bei den bürgerlichen Zoogründungen, einschließlich des schon seit Anfang des 19. Jahrhunderts öffentlich zugänglichen Tiergartens in Schönbrunn, keine Rolle mehr. Blind durch die Notwendigkeit, die Bürgerzoos, hier eine Szene vor dem Zoo in Leipzig, Ende des 19. Jahrhunderts, bedingt durch die Notwendigkeit, diese neu geschaffenen Bürgerzoos zu helfen, ihren ausufernden Finanzbedarf abzudecken, stellten diese Zoos gezielt auf zahlende Bürgerschaft bzw. zahlende Besucher aus der gehobenen Bourgeoisie ab, das einfache Volk, das sich die Eintrittsgebühren sowieso nicht leisten konnte, war ausdrücklich unerwünscht. Da die angesprochenen Bildungsbürger für ihr Geld aber nicht nur gebildet werden wollten, sondern auch unterhalten, wurden die Zoos bürgerlichen Geschmacksempfinden angepasst. Bei den zahllosen ab Mitte des 19. Jahrhunderts begründeten Zoos trat der Unterhaltungscharakter zunehmend in den Vordergrund, was sich nicht zuletzt an der Gesamtgestaltung der jeweiligen Zoo- und Käfiganlagen zeigte. Für die neu erbauten Tierhäuser entwickelten die Zoo-Architekten eine fantastische Mixtur aus romantischen oder romantisierenden und historistischen Stilelementen, die tradierte bürgerliche Klischees widerspiegelten und insofern vom zahlenden bürgerlichen Publikum begeistert gutiert wurden. In Berlin beispielsweise gab es ein Straußenhaus für Strauße und Nandus in Gestalt eines ägyptischen Pharaonengrabes oder eine Dickhäuter-Pagode, wie es seinerzeit hieß, im Stil eines südindischen Hindu-Tempels. Im Jahre 1872 baute man in Berlin ein Affenhaus, also ein Primatenhaus, das aussah wie ein Sultanspalast aus Tausend und einer Nacht. Zu überregionaler Berühmtheit gelangte ein 1899 im Zoo von Münster in Norddeutschland errichtetes Elefantenhaus, das in grotesk überzeichneter Weise den Baustil einer osmanischen Moschee nachahmte. In Schönbrunn passte man die neu erbauten Tier- und Wirtschaftshäuser einfach dem herrschaftlich barocken Gesamtgefüge des Zoos an. Zudem gab es allerdings auch Neuerungen wie das mondäne Palmenhaus von 1881. Ende des 19. Jahrhunderts galt Schönbrunn mit fast 3.500 Tieren aus mehr als 700 Arten, darunter Elefanten, Nashörner, Flusspferde, Giraffen sowie zahlreiche Primaten, Großkatzen, Bärenarten, als schönster Tiergarten der Welt. Erfolgreich stilisierten sich die Zoos quer durch Europa als Horte gediegener Lustbarkeit und Erholung für das besser gestellte Publikum. Die Gehegebauten wurden mit den Jahren immer noch opulenter und prachtvoller ausgestaltet. Zudem wurden Musikpavillons errichtet, Gaststätten und Restaurationsbetriebe, mondäne Gesellschaftshäuser, wie etwa das in Berlin, mit Tanzsälen, Konzert- und Theaterbühnen. Der sonntägliche Zoobesuch mit Matinee und Platzkonzert wurde Teil des bürgerlichen Pflichtprogramms. Bis über die Jahrhundertwende hinaus galten die Zoos in vielen Städten, auch in Wien, als Mittelpunkt des gepflegten gesellschaftlichen Lebens. Einen Wandel hin zur Öffnung der Zoos für ein Massenpublikum leitete der Hamburger Tierhändler Karl Hagenbeck ein, der in seinem 1874 in Hamburg eingerichteten Tierpark die zur Schaustellung exotischer Wildtiere mit jeder Menge Zirkus- und Rummelplatzattraktionen verknüpfte. Von Anfang an veranstaltete Hagenbeck in seinem Tierpark auch sogenannte Völkerschauen. Hier eine Gruppe aus der Oromo aus Nordkenia, anknüpfend an die bis ins frühe 16. Jahrhundert zurückreichende Tradition, auf Jahrmärkten und Volksfesten abnorme oder exotische Menschen auszustellen,
importierte er Exoten aus allen Teilen der Welt, bevorzugt aus Äthiopien, Somalia, dem Sudan, Birma, Ceylon, also Sri Lanka heute, und anderen als rückständig geltenden Ländern und Kulturen, die er unter irreführenden und falschen Versprechungen von Agenten anwerben und nach Hamburg verschiffen ließ. Meist waren diese Gruppen eine ganze Saison lang in Hagenbecks Tiergarten in Hamburg ausgestellt. Dann wurden sie an andere Zoos nach Berlin, Dresden, Leipzig, Münster, auch nach Wien weitervermietet. Letztlich fanden mehr als 400 derart kulturchauvinistische und größtenteils unverhohlen rassistische Völkerschauen in den von Hagenbeck belieferten Zoos statt. In eigens angefertigten Kulissenlandschaften aus Holz und Pappmaché mussten die einzelnen Volksgruppen Szenen aus ihrem Alltagsleben vorführen und mussten sich dabei, vertraglich so festgelegt, besonders unbeholfen anstellen, um einen möglichst hohen Unterhaltungswert für die Zuschauer zu gewährleisten. Besonders populär mit eigenem Zuschlag aufs Eintrittsgeld, besonders populär waren Gruppen, bei denen die Frauen barbusig auftraten. Die ganze Präsentation wilder Menschen war darauf angelegt, die Überlegenheit des zivilisierten und vor allem des christianisierten weißen Mannes herauszustellen. Nicht wenige der Wilden sahen ihre Heimaten nie wieder. Sie fielen Infektionskrankheiten zum Opfer, für die sie keine Abwehrkräfte hatten. Die letzte dieser rassistischen Menschenschauen fand 1940 statt. Danach trat ein Nazi-Verbot für den Auftritt von Schwarzen in Kraft, was paradoxerweise zum Ende der Völkerschauen in den Zoos führte. Interessanterweise, das aber nur am Rande, steht der Tiergarten Schönbrunn seit 2020, seit 2 Jahren, unter der Leitung eines gewissen Stefan Hering-Hagenbeck, der über die Ururenkelin besagten Völkerschauen-Importeurs Karl Hagenbeck in die Hamburger Zoodynastie eingeheiratet hatte. Das, wie gesagt, nur am Rande. Mit Ausbruch des Ersten Weltkrieges nahm das Bedürfnis der Menschen nach Vergnügen jeder Art spürbar ab. Aufgrund der ausbleibenden Besucher gerieten viele Zoos nach kurzer Zeit an den Rand des Ruins. Hinzu kamen Versorgungsengpässe bei Fleisch und Getreide, sodass zahllose Zootiere an Mangelernährung starben. Viele wurden auch geschlachtet und an andere Tiere verfüttert bzw. an Fleischhändler verkauft. Die leerstehenden Gehegehäuser wurden nicht mehr instand gehalten. Die Attraktivität der Zoos in den 20er Jahren sank auf den Nullpunkt. Auch nach dem Krieg übten die mühsam wieder in Gang gesetzten Zoos nur wenig Anziehungskraft aus. Obgleich man mit vielerlei Rummelplatzattraktionen, mit Achterbahnen, mit Karussells, mit Kaspertheater und Schießbuden und sonstiger Belustigung, hier sieht man etwa den Schimpansen Charlie im Zoo von Dresden, der in so Bayern-Seppel-Montur auf dem Fahrrad durch den Zoo radeln musste, zur Belustigung der Besucher. Trotz all dieser Sonderbelustigungen fanden die Zoos nicht mehr zu ihrer Attraktivität vor dem Krieg zurück. Auch dann nicht, als ab 1924-25 über Handelsbeziehungen der Firma Hagenbeck wieder exotische Wildtiere aus dem Ausland bezogen werden konnten. Erst ab 1933 ging es wieder, und zwar steil, aufwärts mit den Zoos. Großzügig gefördert durch den neuen Machthaber konnten heruntergekommene Anlagen in den einzelnen Zoos instand gesetzt bzw. durch Neubauten ersetzt werden. In zahlreichen Städten des Deutschen Reiches wurden mit finanzieller und propagandistischer Unterstützung der Nationalsozialisten neue Zoos eingerichtet, einer der ersten 1933 in Bochum, gefolgt von Zoos in Duisburg, Heidelberg, Ulm, Osnabrück und anderen großen Städten in Deutschland. Am deutlichsten wird der Stellenwert, den die Nazis der Einrichtung Zoo zumaßen, im Blick auf die Umsiedelung des seit 1912 schon bestehenden Nürnberger Tiergartens, der der geplanten Erweiterung des Reichsparteitagsgeländes in Nürnberg weichen musste. Bezuschusst mit der damals ungeheuren Summe von 4,3 Millionen Reichsmark
wurde der Zoo ab 1937 in einem vielfach größeren Areal etwas außerhalb der Stadt neu angelegt, im von den Nazis bevorzugten Heimatstil, was man hier an dem Eingangs- und Wirtschaftsgebäude sieht. Der Eröffnung am 5. Mai 1939 wohnte jede Menge Nazi-Prominenz bei. Auch Adolf Hitler, der schon ein paar Tage zuvor einen Privatrundgang unternommen hatte, war voll des Lobes. Vor allem Göring tat sich als besonderer Förderer zoologischer Einrichtungen hervor. In der Tat eigneten sich Zoos und Tiergärten hervorragend als NS-Propaganda-Instrumente. Sie dienten als Stätten darstellender Biologie, wie es damals hieß, in denen zentrale ideologische Themen des NS-Staates wie Vererbungslehre, Rassenkunde, Reinzucht, Eugenik und dergleichen anschaulich gemacht werden konnte. Mit exotischen Tieren, wie hier bei Göring, konnte überdies Propaganda gemacht werden für die Wiedergewinnung der ehemaligen deutschen Kolonien, wozu auch eine NSDAP-geförderte deutsche Afrikaschau diente, die nach dem Vorbild der Hagenbeck'schen Völkerschau und bis 1940 durch die Lande tourte. In vielen Zoos, in praktisch allen Großzoos, wurde ab 1937 der Zutritt für Juden untersagt. Praktisch alle Direktoren und Verwaltungsräte deutscher Zoos, ich meine meinen gesamten deutschsprachigen Raum außer der Schweiz, also Großdeutschland, waren spätestens seit 1938 Mitglieder der NSDAP oder gehörten sonstigen Gliederungen des NS-Staates an. Viele in hoch- und höchstrangigen Positionen, wie etwa der spätere Direktor des Frankfurter Zoos, der weitläufig bekannte Professor Bernhard Czimek, war hoher Nazi-Funktionär, sogar im Rahmen eines Ministerialrates. Was er nach dem Krieg bis zu seinem Tod abgestritten hat, obwohl es ihm nachgewiesen worden ist. Im Zuge der flächendeckenden Bombardements deutscher Großstädte ab Frühjahr 1942 wurden viele Zoos schwer beschädigt, einige davon, Frankfurt, Münster, Dresden, wurden praktisch dem Erdboden gleichgemacht. Auch Schönbrunn wurde schwer getroffen, hier deklariert. Da auf Anweisung Görings der Zoobetrieb als Unterhaltung des kriegsgebeutelten Volkes, als Unterhaltungsbetrieb und Ablenkungsbetrieb bis zuletzt hatte aufrechterhalten werden müssen, waren aus den Zoos nur wenige Tiere ausgelagert worden. Zigtausende von ihnen kamen bei den Bombenangriffen ums Leben. Im Zoo von Frankfurt, der einer der größten war in Deutschland, der vor dem Krieg etwa 7000 Tiere beheimatete, überlebten nur 37. Nach dem Krieg zählte die Wiederherstellung zerstörter Zoos zu den ersten in Angriff genommenen Aufbaumaßnahmen in den Städten. Manch einer der Zoos, selbst solche, die schwer beschädigt worden waren, wurden noch im Jahr 1945 wieder eröffnet als Belustigungs- und Entertainment-Programm für die Bevölkerung. Ab Mitte der 1950er wurden quer durch Deutschland und Österreich hunderte kleinere Zoos, Wild- und Vogelparks gegründet, die betrieben wie entweder von den Kommunen selbst oder von öffentlich subventionierten Trägervereinen bzw. auch von Privatunternehmen zu großen Teilen bis heute noch bestehen. Heute gibt es in Österreich mehr als 90 Zoos und zoo-ähnliche Einrichtungen. In Deutschland gibt es mehr als 900 davon. Das heißt, in Deutschland und Österreich zusammen gibt es mehr als 1000 Zoos und zoo-ähnliche Einrichtungen, Tierknäste, wenn man es übersetzen möchte, was Deutschland und Österreich zusammen zu den am dichtesten mit Zoos besetzten Ländern der Welt macht. Es gibt nirgendwo mehr Zoos als bei uns. Mithin bedingt durch das Erbe der Nazi-Propaganda. Die Nachkriegszoos blieben bis herauf in die 1970er reine Freizeit- und Vergnügungsparks, in denen die vorgehaltenen Tiere in erster Linie
der Unterhaltung des zahlenden Publikums dienten. Bildungsansprüche spielten, wenn überhaupt, nur eine randständige Rolle. Kinder durften auf Elefanten reiten oder auf Kamelen, auf Straußen oder auf Riesenschildkröten, ohne auch nur das Mindeste über die jeweiligen Tiere zu erfahren. Eisbären, Löwen, Seehunde und andere dressurgeeignete Tiere, Menschenaffen vor allem, mussten wie im Zirkus irgendwelche Kunststücke vorführen. Fast in jedem Zoo, in dem Schimpansen gehalten wurden, gab es sogenannte Kaffee- oder Teepartys, wo die Tiere dann irgendwelche besonders lustigen Szenen vorführen mussten, etwa Mittagessen oder eben gemeinsames Tee trinken auf einer Teeparty. Geburtstagskinder, die mit ihren Eltern in den Zoo gingen, durften dann auch an solchen Teepartys teilnehmen, durften mit den Affen dann Geburtstagskuchen essen und sowas. Mit den natürlichen Verhaltensweisen dieser Tiere, die hier zu Idioten gemacht wurden, hatte das Ganze natürlich nicht das Geringste zu tun. Der Bildungsfaktor spielte einfach keine Rolle, der Aufklärungsfaktor. Während die Zoos seit ihren Gründertagen in einem von Kritik weitgehend unangetasteten Freiraum sich bewegen konnten, gerieten sie ab Mitte der 1970er unter massiven Rechtfertigungsdruck. Mit Verabschiedung des Washingtoner Übereinkommens über den internationalen Handel mit gefährdeten Arten freilebender Tiere und Pflanzen, kurz CITES, manche sagen auch SITES, im Jahr 1973 gerieten die Zoos in eine bis heute fortdauernde existenzielle Krise. Das Übereinkommen, das den bis dahin völlig unkontrollierten Bezug von Tieren aus freier Wildbahn und den Handel mit ihnen erheblich einschränkte, bedeutete zum einen, dass der für die Zoos unabdingbare Nachschub an Wildtieren in Stocken bzw. mit Blick auf Tiere bedrohter Arten nachgerade schlagartig zum Erliegen kam. Und zum anderen, dass die Einrichtung Zoo erstmals in ihrer damals fast 150-jährigen Geschichte mit massiver Kritik konfrontiert wurde. Hintergrund des SITES oder CITES-Abkommens, dem bis heute etwa 180 Staaten beigetreten sind, war die Erkenntnis, dass eine der Hauptursachen für das Aussterben bestimmter Tierarten der Handel mit wild gefangenen Tieren eben dieser Arten war. Zum ersten Mal trat der bis dahin völlig übersehene Anteil von Zoos an der Gefährdung von Wildtierbeständen ins öffentliche Bewusstsein. Für jedes in einem Zoo ausgestellte Tier, für jedes in einem Zoo ausgestellten Tier waren zahllose Tiere der gleichen Art beim Fang oder während des Transports zu Tode gekommen. Orang-Utans etwa, die in Zoos zu besichtigen waren Überlebende von wenigstens 10 bis 15, die bei Fang oder Transport zu Tode gekommen waren. Man musste, bei Gorillas etwa, um eines Gorilla-Jungen, eines Kindes habhaft zu werden, es waren nur die Kinder interessant, musste die komplette Familie erschossen werden. Gorillas verteidigen ihre Kinder bis zum letzten Blutstropfen. Die ganze Familie wurde erschossen, um eines zu kriegen. Da man keine Ahnung hatte, wie diese Tiere zu halten, zu ernähren sind, die wurden halt genauso ernährt wie Menschenkinder, was sie nicht vertragen haben. Ergo war die Überlebensspanne sehr, sehr kurz. Viele dieser Gorillas, die in den ersten Jahren ab 1880 etwa in die Zoos kommen, hatten eine Überlebensspanne von weniger als einem halben Jahr. Also brauchte man unmittelbar Nachschub wieder neu, was es bedeutet hat, man musste wieder eine Gorilla-Familie ausrotten, um solchen Kleinkindes habhaft zu werden. Myriaden von Wildtieren waren insofern seit Mitte des 19. Jahrhunderts Myriaden. Es ist mehr als Milliarden. Für europäische Zoos der freien Wildbahn entnommen wurden. In Italien und England entspann sich eine breite öffentliche Debatte, ob Zoos weiterhin eine Daseinsberechtigung hätten oder nicht. Im Zuge dieser Debatte, Vorkämpfer dieser Debatte war Riccardo Fellini, ein Filmemacher und Bruder des Bekannten oder des Bekannteren Federico Fellini, der sich eingesetzt hat für diese Kulturschande
Zoo in Italien, unterstützt von einem Helden meiner eigenen Kindheit, von Adriano Celentano. Vielleicht kennt ihn das ein oder andere ältere Semester von euch noch. Und Sophia Loren hat sich dafür eingesetzt, dass sehr viele Kulturschaffende gegen diese Kulturschande. Es hat dann ein TV-Journalist, Emilio Sanna, hat ein bahnbrechendes Buch zu den katastrophalen Haltungsbedingungen von Wildtieren in italienischen Zoos vorgelegt, mehrfach auf Rai, im staatlichen Fernsehen gezeigt worden, sodass eine Vielzahl an seit Jahrzehnten bestehenden Großzoos in Italien zusperren mussten. Mitte der 80er griff die Debatte aus England und vor allem aus Italien auch auf Deutschland über, mithin bedingt durch die Übersetzung dieses bahnbrechenden Buches von Sanna ins Deutsche. Plötzlich wachten auch hier Tierfreunde auf. Tierrechtler im Sinne des heutigen Begriffes gab es damals erst in ihren Anfängen. Dieser kritische Diskurs führte zu teils hektisch in Angriff genommenen Um- und Neubaumaßnahmen in den Zoos, mit denen man versuchte, die eklatantesten Missstände zu beseitigen oder zu übertünchen, um nicht ganz ins Abseits zu geraten. Parallel zur Umgestaltung der Zoos wurde eine bewusste kollektive Abwehrstrategie der Zoos, oder der Zoodachverbände, gegen diese Kritik von außen entwickelt. Man verständigte sich darauf, Zoos hinfort unter einen höheren Wert zu stellen, als nur als Unterhaltungseinrichtung zu dienen. Man präsentierte Zoos hinfort als auf vier Säulen stehend, nämlich Zoos dienen der Bildung, Zoos dienen dem Artenschutz, Zoos dienen der Forschung und sie dienen auch dem höheren Wert, also höher als nur Unterhaltung, der Erholung von stressgeplagten Stadtbewohnern. Zur Verankerung dieser neu konstruierten Selbstlegitimation in den Köpfen der Menschen wurde eine gigantische Propagandaoffensive gestartet, die bis heute fortdauert und wesentlich dazu beigetragen hat, dass die Existenz von Zoos in weiten Teilen der Bevölkerung immer noch als normal und richtig und sogar notwendig erachtet wird. Bitte? Wo sind wir da zeitlich? Anfang der 90er? Was meinst du? Wo sind wir da zeitlich jetzt? Anfang der 90er? In den 80ern, ja. Vielfach sind politisch, wirtschaftlich und kulturell höchst einflussreiche Personen und Institutionen, Banken, Sparkassen, Versicherungen und vor allem die Medien in den jeweiligen Zoofördervereinen vertreten. Kaum einer der Zoofördervereine, der nicht auch Politikprominenz in seinen Reihen führte. Vielleicht kennt ihr die, es war früher mal unsere Kanzlerin, die große Förderung des Zoos in ihrem Wahlkreis in Stralsund war. Da war sie ein bisschen jünger. Angela Merkel, sie kennt sie natürlich. Vor allem in der Kommunal- und Landespolitik gibt es bis heute kaum einen Mandatsträger, der sich nicht danach drängte, eine Tierpatenschaft in einem Zoo zu übernehmen und so mit dem örtlichen Zoo assoziiert zu werden. Zurück zu besagten vier Säulen-Konzept, das immun und immunisierend gegen jede Kritik als axiomatische Grundlage modernen tiergärtnerischen Handelns vorgegeben wird: Bildung, Artenschutz, Forschung und Erholung. In keinem Werbefaltblatt und in keiner Besucherbroschüre und in keinem Werbeartikel fehlt gebetsmühlengleich der selbstvergewissernde Hinweis darauf. Das von Zoos meistgenannte Argument zur Rechtfertigung ihrer Existenz ist die Behauptung, sie trügen zur Bildung der Besucher bei. Das Hauptargument liegt dabei auf der Bildung von Kindern zwischen 4 und 14, das ist die Hauptkundschaft der Zoos. Zoos verstehen sich insofern als größte außerschulische Bildungseinrichtungen, in denen Kinder Natur und Tiere, wie es heißt, unmittelbar beobachten und erleben und von ihnen lernen können. Tatsächlich begegnen Kinder in Zoos gerade nicht der Natur, der wirklichen Tierwelt schon gar nicht. Jeder Dokumentarfilm, wie es sie heute zu jeder im Zoo gehaltenen Tierart
in herausragender 3D-Qualität gibt oder HD-Qualität, vermittelt mehr Kenntnis und Wissen und vor allem Empathie als ein Zoobesuch dies je vermag. Freilich geht es der sogenannten Zoopädagogik auch gar nicht darum, Kindern Naturverständnis, Tierverständnis zu vermitteln. Vielmehr geht es in erster Linie darum, die Kinder möglichst frühzeitig auf die Gegebenheiten eines Zoos zu konditionieren, darauf, dass sie es als normal und richtig empfinden, dass Tiere zum Vergnügen des Menschen hinter Isolierglasscheiben, Eisengittern und Panzerglas und stromführenden Zäunen eingesperrt sind. Dass in Kindern vielfach noch vorhandene Mitgefühl in den teils, mit den teils winzigen Käfigen zusammengepferchten und offenkundig leidenden Tieren wird ihnen systematisch ausgetrieben. Marabus, Flamingos, Pelikane, so viel zur Bildung, Basthölpel etwa, werden der wesensbestimmenden Fähigkeit als Vögel beraubt, nämlich fliegen zu können. Es werden ihnen einfach die Schwungfedern abgeschnitten. Bis vor gar nicht so langer Zeit, und in vielerorts wird das bis heute gemacht, werden ihnen ganze Flügelteile amputiert, damit sie nicht davon fliegen können. Kinder erleben Marabus etwa als reine Fußgänger. Zoopädagogik ist gezielte Manipulation von Kindern. Es geht gerade nicht darum, die Natur verstehen und achten zu lernen, sondern ganz im Gegenteil, die groteske Verzerrung von Natur als Natur selbst zu begreifen. Vor allem aber geht es darum, immun zu werden gegen das Leid der Tiere, die eingesperrt auf Lebenszeit und jeder Regung ihres Wesens beraubt, zu bejammernswerten Karikaturen ihrer selbst verkommen. Es geht darum, Tiere als zu verwertende Objekte in den Köpfen junger Menschen zu verankern. Wozu nicht zuletzt auch das Speisenangebot in Zoo-Restaurants zählt. Es gibt dort nur Wiener Schnitzel oder Currywurst. Das heißt, Tiere können auf der einen Seite beobachtet, man kann Spaß haben dran, und auf der anderen Seite kann man sie im Zoo-Restaurant verzehren. Sie sind ja dazu da. Im erfolgreichsten Fall lernen die Kinder, Zoobesuch macht Spaß. Wozu auch die groß angelegten Kinderspielplätze, die in vielen Zoos sehr viel größer sind, etwa als die Freigehege von Primaten, beitragen, sowie die zoopädagogisch betreuten Freizeitaktivitäten, Geburtstagsfeiern, Nachtführungen, Malkurse und so weiter oder auch Sonderveranstaltungen an Ostern oder Halloween oder an Nikolaus, wie sie in jedem Zoo veranstaltet werden. Hier im Zoo Magdeburg kommt an Ostern der Osterhase und verteilt dann bunte Ostereier, Schokoeier an die Kinder. Und selbstverständlich verteilt er auch Schokoeier dann an die Schimpansen. Also das ist ein verkleideter Zoopfleger zum Vergnügen der Kinder. Auch für Erwachsenengruppen, für Vereine, Betriebsbelegschaften, Privatgruppen und so weiter werden Führungen oder Vorträge veranstaltet. Regelmäßig gibt es auch entsprechende Sonderevents, klassische Konzerte, wahlweise auch Jazz oder Dixieland oder Tangoabende, Modenschauen, Theateraufführungen oder auch kulinarische Fünf-Gänge-Menüs, bevorzugt im Aquarienhaus, in dem es nicht so riecht. Sonntägliche Frühschoppen in Zoos werden mit Biergartenmusik angereichert. Nachmittags gibt es Kaffeehausmusik mit Stehgeiger, spätabends ein Feuerwerk. Im Leipziger Zoo etwa gibt es regelmäßig auch Afrika-Abende in unverhohlen kolonial-rassistischem Flair. Betriebsfeiern werden ausgerichtet, Jubiläen, Junggesellenabschiede, Hochzeiten, letzter gerne in Elefanten- oder Großkatzenhäusern, dürfen die Elefanten dürfen dann die Eheringe überreichen. Solcher Quatsch. Selbstredend gibt es auch Tiersegnungen und Freiluftgottesdienste, bei denen vor den eingesperrten Tieren die Schönheit der Schöpfung besungen wird. Das muss sein. Zumal, wie wir gestern auch gehört haben, gerade die katholische Kirche sehr nicht eben hervortut als besonders tierfreundliche Einrichtung, ganz im Gegenteil.
Und ich finde den Gesichtsausdruck von dem Seebär finde ich einfach so cool. Ja. Na gut, die von Artenschutz, die von Zooverantwortlichen allenthalben vorgetragene Behauptung, Zoobesucher würden durch das Kennenlernen gefangen gehaltene Tiere für deren freilebende Artgenossen sensibilisiert und folglich für Arten-, Natur- und Umweltschutz eintreten, zählt zu den groteskesten Verrenkungen, mit denen Zoos ihre Existenz zu rechtfertigen suchen. Bezeichnenderweise wird weder erklärt, wie genau solcher Transfer vonstatten gehen soll, noch gibt es einen Anhaltspunkt, worin dieses neu gewonnene Engagement der Zoobesucher zum Schutz von Tieren in freier Wildbahn im Einzelnen denn bestehen soll. Die immer wieder zu hörende Behauptung, in Zoos gefangen gehaltene Tiere dienten als Botschafter ihrer Art, dem Schutz ihrer freilebenden Artgenossen, ist absurd. Tatsächlich hat etwa die zur Schaustellung des Eisbären Knut, ihr erinnert euch, in Berlin allenfalls die Zookasse zum Klingeln gebracht und vielleicht noch die Plüschtierindustrie angekurbelt. Mit Blick auf den Schutz der Arktis und ihrer Bewohner hat sie erkennbar nicht das Geringste bewirkt. Ebenso wenig wurde die fortschreitende Vernichtung der afrikanischen oder indonesischen Regenwälder aufgehalten dadurch, dass seit über 100 Jahren Gorillas und Orang-Utans in Zoos zu besichtigen sind. Zoobefürworter lassen sich davon nicht beeindrucken, unverdrossen verkünden sie, es ließen sich gerade anhand der in Zoos vorgehaltenen Wildtiere die Menschen über Artenschutz und die Bedrohung ihrer natürlichen Lebensräume aufklären und auch über den Klimawandel aufklären. Falls dem so wäre, müssten sich heute zig Millionen Menschen, die als Kinder Zoos besucht haben, für den Schutz der Tiere in ihren natürlichen Heimaten einsetzen, was bekanntlich nicht der Fall ist. Wie auch sollen Besucher die Information auf einer Tafel, dass Orang-Utans beinahe ihr ganzes Leben im Kronenbereich 30, 40 Meter hohe Urwaldbäume verbringen und praktisch nie auf den Boden runterkommen, wie sollen die es übereinbringen mit dem Tier, dass er deprimiert und ohne jede Beschäftigung auf nacktem Betonboden herumhockt. Hier ein Orang-Utan aus dem Zoo von Zürich. Kompletter Beton. Mit dem Ergebnis, dass diese Orangs als größte und schwerste baumbewohnende Säugetiere der Welt, dass die schon im Alter von 8, 9, 10 massive Gelenkprobleme kriegen, arthritische Veränderungen mit entsprechenden Schmerzen. Die können dann mit 16, 17, 18 können die sich kaum mehr fortbewegen. Dass Kinder also lernen, dass Orang-Utans Erwachsene sich sehr schwerfällig und tollpatschig fortbewegen, in Wahrheit liegt es daran, dass die solche arthritische Schmerzen haben. Und viele müssen dann tatsächlich im Alter von 17, 18, 19 oder Anfang ihrer 20er eingeschläfert werden, weil sie sich gar nicht mehr bewegen können. Mithin bedingt dadurch, dass die auf nacktem Beton herumhocken. Ja, und selbst wenn es so wäre, dass Kinder irgendetwas lernen oder Erwachsene irgendetwas lernen, was haben die bedrohten Orang-Utans davon in Indonesien, wenn irgendein Vertreter ihrer Art in irgendeinem Zoo herumhockt und irgendwelche Menschen was davon lernen? Der hat wenig davon und der da herumhockt, schon erst recht nicht. Das Artenschutzmantra der Zoos ist nichts als propagandistische Lehrformel, mit der die Gefangenhaltung der Tiere als höherem Wert dienend verkauft werden soll. Vor dem Hintergrund des erwähnten Washingtoner Artenschutzübereinkommens, CITES, bekämpft seinerzeit wie heute von den Zoos, sahen diese Zoos sich gezwungen, auf mehr oder minder systematische Weise selbst für Nachschub ihrer Schauobjekte zu sorgen. 1985 wurde ein europäisches Erhaltungszuchtprogramm begründet mit dem Ziel, die zur Schau zu stellenden bedrohten Tierarten auch ohne weiteren Erwerb an Wildfängen in den Zoos zu erhalten. Sie entnehmen immer noch Tiere der freien Wildbahn, weil viele sich in den Zoos nicht nachzüchten lassen. Etwa Aquarientiere, also Meerwasserfische, Exoten, lassen sich prinzipiell nicht nachzüchten. Also müssen die weiterhin in großem Stil dem Meer entnommen werden. Derartige Zuchtprogramme existieren
heute für etwa 200 bedrohte Tierarten, die angeblich für spätere Auswilderung bzw. Wiederansiedelung als Reservepopulationen, wie es heißt, erhalten werden. Tatsächlich existieren entsprechende Auswilderungsprogramme, allenfalls für eine kleine Handvoll nachgezüchteter Arten, wie etwa den Onaga, das ist ein nordafrikanischer Wildesel, oder für Attax-Antilopen, das viel zitierte Schwarzgepferd, Alpensteinbock, Wiesent, Urus und so weiter. Also ein paar andere, sprich für einen minimalen Prozentsatz der von Zeiss gelisteten bedrohten Arten und keines dieser Projekte arbeitet so erfolgreich oder erfolgsversprechend, wie die Öffentlichkeit immer glauben gemacht werden soll. Das viel zitierte Arche-Noah-Argument mit dem Zoos ihre Existenz rechtfertigen, taugt so überhaupt nichts. Für die überwiegende Mehrzahl an Zoos oder in Zoos nachgezüchteter Arten ist Auswilderung weder vorgesehen noch möglich. Zoos züchten für Zoos nach und sonst gar nichts. Das vorgebliche Engagement einzelner Zoos für die bedrohte Tierwelt in situ, also in den natürlichen Lebensräumen der Tiere, ist reines Greenwashing. Die Jahresberichte der einzelnen Zoos weisen Förderbeträge für In-Situ-Projekte auf, die allenfalls im Promille-Bereich der hauseigenen Werbebudgets liegen. Reines Greenwashing. Gleichzeitig werden zig Millionen für den Bau und Unterhalt immer neuer Zooanlagen ausgegeben, zu nicht unwesentlichen Teilen, im Übrigen aus Steuergeldern. Viele Zoos werden kommunal getragen bzw. kommunal subventioniert. Gelder also, mit denen riesige Schutzgebiete in den ursprünglichen Heimaten dieser bedrohten Tierarten ausgewiesen, damit wirklicher Artenschutz betrieben werden könnte. Zoos beschreiben sich, dritte Säule ihrer Selbstrechtfertigung, ausdrücklich als wissenschaftsorientierte Forschungseinrichtungen. Bei näherer Hinsicht bleibt von diesem Anspruch nicht viel, wenn überhaupt etwas übrig. Tatsächlich richten die Zoos ihr Forschungsinteresse, sofern sie denn überhaupt welches haben, außer dass sie behaupten, sie hätten welches, in erster Linie auf zoospezifische, teils auch nur auf rein innerbetriebliche Belange, wie zum Beispiel die Lenkung von Besucherströmen an besonders besuchsintensiven Tagen, an Ostern oder Weihnachten oder Muttertag oder am Pfingsten. Ganz abgesehen davon, dass die Zoos meist überhaupt nicht selbst forschen, sondern studentische Projekt-, Haus- oder Abschlussarbeiten, für die sie allenfalls das Studienobjekt abgeben, als Ausweis eigener Forschertätigkeit reklamieren. Vielfach geht es dabei um Fragen und Probleme, die es ohne Zoos überhaupt nicht gäbe. Beispielsweise das Problem der sogenannten odontogene Dysplasie bei Steppenlemmingen. Das ist eine Form der Zahnmissbildung, die es nur bei Lemmingen in Zoogefangenschaft gibt. Im Freiland gibt es das nicht, so ein Verwuchs der Nagezähne. Darüber forschen die. Die Relevanz für diese Steppenlemminge im Freiland liegt bei null. Und damit ihr auch wisst, was Lemminge sind, die schauen so aus. Also der wissenschaftliche Wert dieser Arbeiten ist in aller Regel gleich null. Die vierte Säule, mit der Existenz der Zoos begründet und gerechtfertigt wird, ist die, einen Erholungsraum für stressgeplagte und naturentfremdete Großstädter zu bieten. Der Einwand gegen dieses Argument kann kurz ausfallen, während es jedem Menschen unbenommen ist, seine Freizeit zu gestalten und Erholung zu suchen, wo immer und wie immer es ihm beliebt, selbst absurdeste Freizeitaktivitäten sind insofern vollkommen legitim, stößt diese Freiheit an ihre Grenzen, wenn Mensch, Tier oder Natur beeinträchtigt oder geschädigt werden. Ethisch gänzlich unvertretbar ist auch und insbesondere der Besuch eines Zoos, dessen Kosten immer von den vorgehaltenen Tieren zu tragen sind. Dem kurzen Moment, dem ein Besucher vor einem Käfig verbringt und sich über das Tier freut, stehen Jahre und Jahrzehnte entgegen, die dieses Tier in eben diesem Käfig zuzubringen hat. Das zweifelhafte Vergnügen, Tiere in rundum vergitterten Betonbunkern begaffen zu dürfen, bezahlen nicht die Besucher mit dem Kauf ihres Eintrittstickets, sondern die Tiere mit ihrem Leben. Ich habe bloß nur 5 Minuten, gell?
Ja, sieht so aus. Ja. Dann lasse ich das einfach alles weg. Der politische Wille, gegen die teils über Jahrzehnte bestehenden Katastrophalzustände in den einzelnen Zoos vorzugehen, kann in jedem Einzelfall nur durch massiven öffentlichen Druck zustande kommen. Wenn Zoos Gehegeanlagen verbessern oder möglicherweise die Haltung einzelner Tierarten einstellen, weil sie einfach nicht den Bedürfnissen und Erfordernissen der Tiere entsprechen können, kam das grundsätzlich und prinzipiell immer nur zustande aufgrund öffentlichen Drucks auf die zuständigen Veterinärämter, die die Zoos ja lizenzieren, die Haltungserlaubnisse erteilen. In anderen Worten, eine Verbesserung und als Fernziel gar die Abschaffung in den Zoos oder Abschaffung der Zoos kann nur erwirkt werden durch Druck. Und zwar durch Druck, den wir ausüben müssen. Sonst macht es keiner. Insofern ist es fatal, dass es in Österreich in der Tierrechtsbewegung und Tierrechtsbefreiungsbewegung praktisch kein spürbares Engagement gegen Zoos gibt. Obwohl Österreich zusammen mit Deutschland zu den dichtesten mit Zoos gepflasterten Ländern der Welt gehört. In Deutschland gibt es solche Bewegungen. Wir haben eine ganze Menge schon erreicht. Wir haben Tiere herausbeschlagnahmen lassen. Wir haben Tiere für Tiere zumindest eine relative Verbesserung in ihren Haltungsbedingungen erkämpfen können. In Österreich gibt es das nicht. Und noch nicht. Das heißt, es ist die Aufgabe von euch, in die Zoos zu gehen. Das rate ich natürlich niemandem grundsätzlich an, aber euch, schaut euch das an. Erlebt, wie es dazugeht und entwickelt daraus auch die Motivation und das Engagement, etwas dagegen zu unternehmen. Wir kümmern uns um Tiere, die bejagt werden, wir kümmern uns um Tiere, die gequält und gefoltert werden in Massentierhaltungen, wir kümmern uns um alles Mögliche, wo Tieren Leid widerfährt, aber nicht in den Zoos. Warum denn eigentlich nicht? Ja, ich würde mir wünschen, dass der oder die ein oder andere von euch das Thema Zookritik oder Einsatz für leidende Tiere in Zoos auf die eigene Agenda hebt. Ich würde mir sehr wünschen, wenn einer von VGT oder was weiß ich, jemand zumindest einmal anfinge, eine Bestandsaufnahme der Tierhaltung in österreichischen Zoos zu leisten. Da gibt es Zoos, da geht es zu wie im Mittelalter. Da ist das noch luxuriös, wie es der Löwe hier in Berliner Zoo hat. Ja, bitte schön. Der Verein gegen Tierfabrik macht schon eine Öffentlichkeitsarbeit zu Zoos, aber offensichtlich nicht genug und auch nicht sichtbar genug. Ja. Also ich wüsste nicht, dass das irgendwo irgendetwas Greifbares oder Nennenswertes irgendwo erwirkt worden wäre, erkämpft worden wäre. Bei Zirkus ja, da seid ihr Vorreiter. Ja, da hinken wir in Deutschland weit hinterher, aber Zookritik kommt nicht vor. Jetzt zeige ich zum Schluss noch ein Bild. Es gibt in einigen Ländern gibt es sogar erfolgreiche Rechtsinitiativen, Tieren besonders, also kognitiv besonders hochentwickelten Tieren, die also insofern auch besonders leidempfänglich sind, bestimmte Grundrechte zu verschaffen, also Menschen, Affen, Delfinen, Elefanten und so weiter, was die weitere Gefangenhaltung in Zoos natürlich dann verunmöglichen würde. Ende 2016 hat ein argentinisches Gericht eine seit Jahrzehnten im Zoo, ich klicke mal einfach durch, einsitzende Schimpansin, im Zoo von Mendoza einsitzende Schimpansin namens Cecilia, die musste freigelassen werden und in ein Primatenrefugium nach Brasilien überstellt werden. In der Urteilsbegründung hieß es, auch nichtmenschliche Tiere besäßen Rechte, nämlich das Recht auf Selbstentfaltung, auf Leben in ihrem natürlichen Lebensumfeld, ein Leben frei von körperlichem und psychischem Leid. Das hat ein argentinisches höchstes Gericht so geurteilt. Cecilia, diese
Schimpansen wurde dann in ein Primaten-Sanctuary nach Brasilien verbracht und lebt seither mit anderen Schimpansen, die jahrzehntelang in Pharmalaboren missbraucht worden waren, in eben diesem Primatenrefugium. Und ich zeige das deshalb so gerne her, nicht nur weil es gelungen ist, die aus diesem Zoo herauszuklagen, sondern weil ich sie persönlich kenne. Sie ist ein zauberhaftes altes Mädchen. Und davon braucht man mehr. Okay, danke euch.